ist eine wunderbare Atmosphäre hier. Aber ehrlich gesagt, ich bin aus Ungarn und ich nehme alles wahnsinnig ernst. Also, sehr geehrte Damen und Herren, haben Sie vielen Dank für die ehrenvolle Aufforderung, über Herrn Hoppe zu sprechen und im Zusammenhang mit ihm ein paar Worte über die Rolle der Schauspieler an der Leinwand, genauer gesagt über die Rolle der Schauspieler in unserem Leben sagen zu können. Ich hatte die Möglichkeit, Herr Hoppe im Theater zu sehen, sogar auf der Freilichtbühne in Salzburg. Ich saß sehr weit von der Bühne, ich konnte sein Gesicht kaum sehen, er strahlte trotzdem. Aber ich sah sein Gesicht auf einer riesengroßen Leinwand, auch hier in Berlin, sogar in diesem Kino, wie auch in Budapest, Paris und übersee in New York, einmal auch am anderen Ende der Welt in Tokio. Nicht mit meinen Reisen prahlen möchte ich, sondern nur das Erlebnis mit Ihnen teilen, welches Gefühl es ist, wenn wegen den Blick eines Schauspielers in einem mächtigen Kino plötzlich gespannte Stille herrscht, 1000 bis 1500 Menschen von einem charismatischen Gesicht ergriffen werden und jeder Regung seines Blicks gespannt folgen. Raus, Schauspieler, rief dieses Gesicht mit unbändiger Wut, und wir konnten die Grausamkeit der Macht, das wirkliche Gesicht der Diktatur erahnen. Ich dachte erst hier in Berlin, aber auch daheim in Budapest, ja, das versteht unser Publikum. Wir in Mitteleuropa überlebten Hitler und Stalin, auch die lokalen anderen. Das ist unser Leben. Aber die betroffene Stille, der bewegungslose Zuschauerraum war genauso in New York und überall, wo Rolf Hoppes Gesicht auf der Leinwand erschien. So habe ich gelernt, dass es in wichtigen Fragen keine lokalen Gefühle gibt. Angst, Feigheit, Mut, Liebe, Eifersucht, also die grundlegenden menschlichen Gefühle sind überall identisch. Die Frage ist nur, ob sie glaubwürdig sind oder nicht. Der gute Schauspieler vertritt überall die Gefühle des Zuschauers. Überall beginnt die Stille im Zuschauerraum des Kinos und überall löst sich die Spannung an derselben Stelle. Wenn das auf dem Gesicht des Schauspielers erstehende Gefühl echt und stark ist, vor Energie strahlt. Kino handelt stets von einem Gesicht, von dem Kampf eines Gesichts mit einem anderen Gesicht. Und dieses Gesicht ist das Gesicht des Schauspielers. Wenn Sie sich die Titel der schönsten Werke in der Filmgeschichte vor Augen führen, so wird Ihnen Ihrem Gedächtnis immer das Gesicht eines Schauspielers auftauchen, der den Sieg oder den Fall, die Gefühle des Zuschauers vertritt. Der letzte Mann oder der blaue Engel, Ivan der Schreckliche oder Jeanne d'Arc, Citizen Kane, Casablanca, Fahrraddiebe, Außer Atmen, La Strada, das Lied der Straße. Ganz sicher erinnern Sie sich an dieselben Gesichter nach dem Titel wie ich. Denn es ist das Wunder des laufenden Bildes, dass es das ewige Märchen nicht mit Worten, nicht mit Farben und Formen erzählt, sondern mit dem vor uns erstehende und sich verändernde Gefühle und auf lebenden Gesichtern. Das können die Literatur, die Malerei, die Musik nicht. Nicht einmal das Theater. Das kann allein das Kino. Wie
Grete Garbo lächelt, wie in Humphrey Bogarts Blick die Traurigkeit erscheint, wie Rolf Hoppe unerwartet böse wird. Allerdings soll dieses Gesicht viele Geheimnisse bergen. Es soll den Zeitgeist vertreten. Grete Garbo, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Anna Magnani oder Jane Fonda bedeuteten in verschiedenen Zeiten Verschiedenes für die Zuschauer. Auch das sich ändernde Gesicht von Kurt Jürgens, Maximilian Schell, Klaus-Maria Brandauer und Rolf Hoppe brachten je einen genau zu bestimmenden, sich ändernden Zeitgeist zum Ausdruck. Denn das Gesicht des Schauspielers vertritt die geheimsten Träume und Wünsche, die verheimlichsten Gefühle des Zuschauers, der wegen ihn ins Kino geht, ihn sehen will, ihn umarmen will. Und er verkörpert auch sein Sicherheitsgefühl oder seine Ängste. Über Rolf Hoppe möchte ich eigentlich nur sagen, dass er ein Schauspieler ist, ein Schauspieler, der Hitler überlebte, Stalin überlebte, Honecker überlebte und auch viele andere überlebte, aber ein großer Teil seines Lebens ist inzwischen vergangen. Dafür weiß er alles von ihnen, er weiß alles von seinen Zeitgenossen und von der Welt und von den eigenen Möglichkeiten. Was er erfahren, was er gelernt hat, das kann er zeigen, versteckt hinter den Worten von Shakespeare und Brecht, Ibsen und Dürrenmatt und in den Filmen, in denen ich zum Glück dies mit eigenen Augen sehen konnte. Rolf Hoppe, den Sie heute auszeichnen, ist nichts anderes, nur ein Schauspieler, aber einer von den Größten. Aus ihm strahlen innere Kraft, Intensität, Energie, stets neue Überraschungen, Verführung und Doppeldeutigkeit, dämonische Kraft und Gefährlichkeit, Bosheit und Leichtigkeit, Unberechenbarkeit, Großzügigkeit, Frommheit und Brutalität, Zärtlichkeit, Liebe und Humor. Für seine Partner und Regisseure ist er ein gut vorbereiteter Kollege, dessen Sorgsamkeit, innere Disziplin, Geduld und Rücksichtnahme wunderbar sind. Seien Sie bitte stolz auf ihn. Vielleicht wird es ihn nicht ärgern, wenn ich eine kleine Episode erzähle. Wegen Verpflichtungen im Theater kam er in Budapest erst einen Tag vor Beginn der Dreharbeiten. Er probierte die Kostüme und die Stiefel an. In der Nacht wurden sie seiner Größe angepasst und in der Früh drehte er schon. Er stand den ganzen Tag vor der Kamera. Er hatte viele Szenen. Mich überraschte, dass er sich nach jeder Aufnahme setzte und erst aufstand, als er gerufen wurde. Ist was los? Ist Ihnen schlecht? Fragte ich. Nein, nein, alles in Ordnung, antwortete er und setzte sich sofort. Er verriet nur am Abend, nach dem Dreharbeit, dass die Stiefel, die er bekam, um eine Nummer zu klein waren. Aber er wollte die Dreharbeiten nicht damit behindern, dass er neue Stiefel verlangt. Liebe Rolf Hoppe, ich gratuliere Ihnen dazu, dass alle Ihre Schauspielerkollegen Sie auszeichnen wollten. Und ich wünsche Ihnen viele Stiefel,
die nicht zu klein sind und in denen es ein Genuss ist, zur Freude der Zuschauer weiter und weiter zu spielen. Sagen, danke, danke, danke schön. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke, dass ich hier sein darf. Aber diese Danke, Danke, Dankeschön sind ja alle selbstverständlich. Das Danke, was ich jetzt sagen werde und was Herrn Szabo gilt, ist nicht selbstverständlich. Nämlich ihm, dass ich in seinem Film spielen durfte und dass er mich gewollt hat, das war mein Glück. Dankeschön. Herzlichen Dank nochmal.